So Freunde, euer Simon hier. Es ist Montag, es ist Gymtime. Wir sind hier in meinem kleinen Kellergym, in meinem Body IP Gym und es geht nämlich heute wirklich mal um eine Übung, um so meine Variation, um meine ja, Special Variation der French Press. French Press ist eine super, super Übung für den gesamten Trizeps. Wenn wir uns wirklich mal den Arm anschauen und ich merke immer wieder, ihr wollt einfach einen großen, schön geformten Arm, kann ich absolut nachvollziehen, dann fangt ihr an, ganz viel Bizeps zu machen. Wenn ihr euch wirklich so einen Arm mal anschaut, das, was den Arm wirklich imposant macht, besonders im T-Shirt von der Seite, nicht von hier, hier ist es wirklich der Bizeps, der hauptsächlich auffällt. Aber hier ist es einfach nicht der Bizeps, sondern der Trizeps. Wenn ihr euch anschaut, der Trizeps macht eine sehr, sehr schöne Kante zur Schulter. Fängt hier oben an, läuft hier vorbei, macht wirklich, wenn ihr den schön austrainiert, wirklich eine schöne Kante im Arm, geht hier lang, macht wirklich in dem oberen Teil des Trizeps wirklich die Masse des Arms aus. Denkt dran, von der Masse haben wir wirklich circa 2/3, sagt man immer so, vom Oberarm gehen auf den Trizeps zurück. Deswegen denkt daran, wirklich gut den Trizeps zu trainieren. Natürlich nicht zu viel, größere Muskelgruppen brauchen mehr Training, aber schließt den zum Beispiel, wenn ihr meine Systeme kennt, am besten an Brusttraining an. Wenn ihr splittet, da wird der Trizeps schon ein bisschen mit trainiert. Danach braucht ihr nicht mehr so viel für den Trizeps zu tun. Heute meine Variation der French Press. Besteht aus 3 Teilen. Macht die genau so. Nehmt euch am Anfang ein Gewicht, mit dem ihr saubere 10 von den ersten schafft. Ich zeige euch die ersten 10. Ist praktisch ein Supersatz aus 3 leicht abgewandelten Übungen, die ihr aber direkt hintereinander macht. Das heißt, wir machen 10 saubere French Press mit einer Dehnung, sodass wir wirklich den ganz, ganz oberen Teil des Trizeps erreichen. Das, was ich euch gerade gezeigt habe, also wirklich hier bis schön hoch in die Kante. Ihr werdet wirklich schön, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, schön Muskelkater ganz, ganz oben spüren. Danach gehen wir zum Kopf, nehmen die Arme ein bisschen auseinander, machen aber auch noch isolierte French Press. Wir isolieren den immer noch, nehmen aber schon ein bisschen die Arme auseinander, weil wir keine Power mehr haben, machen nochmal 5 Stück. Die Power ist ein bisschen größer, weil wir ein bisschen mehr gelenkiger arbeiten als bei den ganz sauberen. Und wenn wir dann gar nicht mehr können, kommen die Arme nach vorne und wir drücken nur noch sauber, nehmen die Ellenbogen ganz leicht auseinander und drücken ein bisschen raus. Schnappt euch eine SZ-Stange. Nehmt wirklich nicht zu viel Gewicht. Also da ist auch viel Gefahr, wenn ihr zu viel Gewicht nehmt. Macht die sehr, sehr gut warm vorher und dann Gewicht schnappen, mit dem ihr so gerade eben 10 Wiederholungen schafft. Eng greifen, Ellenbogen schön zusammen, nicht zu sehr auseinander. Wir versuchen, die schön zu isolieren. Nehmen die Ellenbogen zusammen, gehen runter. Der Oberarm bleibt senkrecht. Und ab Kopf gehen wir nach hinten. Dehnen die richtig schön. Dann kommt er nach oben und wir drücken raus. Erst einknicken, nach hinten ziehen und rausdrücken. Das Ganze wird zu einer flüssigen Bewegung. Wenn ihr davon wirklich kein einziges mehr schafft, und das ist ungefähr bei 10, wenn ihr es richtig gemacht habt im Gewicht, gehen wir noch mal ein bisschen zur Nase und drücken nochmal hoch. Ungefähr 5 sollten noch drin sein. Nehmt die Ellenbogen dabei leicht ein bisschen mehr auseinander. Und wenn ihr damit fertig seid, wenn ihr kein einziges mehr hochkommt, nehmt ihr die Hantel hoch. Ellenbogen gehen ein Stückchen mehr auseinander. Wir senken ab. Und Power nochmal hoch. Wenn ihr gar nicht mehr könnt, wartet unten kurz, legt kurz ab. 1, 2 drin, 1, 2 sind auf jeden Fall noch drin. Pusht die nochmal aus. Ihr könnt nicht mehr, ihr denkt, ihr hört auf, nicht aufhören. Kurz ablegen und nochmal einen rauspushen. Und nochmal einen rauspushen, bis ihr wirklich keinen Zentimeter mehr hochkommt. Anders als beim Bankdrücken versucht ihr nicht zu stark dieses Hohlkreuz zu machen. Wir gehen ein bisschen tiefer und wir versuchen die Ellenbogen schön oben zu lassen, damit wir wirklich die ganze Zeit den schönen Hebel ausnutzen. Das heißt, nehmt die nicht zu weit nach hinten, lasst die schön oben und versucht wirklich möglichst viel von dem Bewegungsradius mitzunehmen und pusht die noch mal ein bisschen aus. Warum die Übung so in 3 Teile aufgeteilt? Bei dem ersten Teil erreichen wir wirklich durch eine sehr, sehr schöne Dehnung, dass die Übung richtig schön oben in den Ansatz des Trizeps geht. Ihr werdet es wirklich beim Muskelkater merken. Das heißt, wir formen den richtig schön hier oben aus. Zweiter Teil, wir isolieren ein bisschen mehr. Wir haben sehr schön den Fokus noch mal auf dem äußeren Teil. Also wirklich schön. Wir arbeiten das Hufeisen heraus.
Und dann, wenn wir nochmal enges Bankdrücken praktisch mit SZ-Stange machen, was sehr, sehr, sehr gut ist, haben wir natürlich mehr Gelenke mit drin, aber wir haben wirklich hier diesen großen Teil des Trizeps, den Masseteil. Und so haben wir wirklich eine schöne Übung, wo wir den ganzen Trizeps mit trainieren. Spitzenübung. Macht die auf jeden Fall, baut die in euer Trizepsprogramm mal ein, macht das mal ein paar Wochen, ich verspreche euch wirklich Erfolge, eine super Ergänzung zu den ganzen anderen Videos, zu dem Trainingssystem, da ist es auch drin, wie ihr die kombiniert und so seht ihr da. Also abonniert den Channel, schaut weiter zu, Montag ist immer noch Gymtime, bis dahin und wir sehen uns beim nächsten Mal.